Hallo, ich grüße euch wie immer seit 30 Jahren. Wir starten eine neue Forschung. Und zwar, es wird eine Gruppe abends sein und eine morgens. Meistens immer jede Woche 3 Monate lang. Man kann einmal kommen und dann muss man sich entscheiden. Das Thema ist Anwendung und Erfahrungen der intuitive genetische Intelligenz. Und zwar das Wort Samasati, wie viele Buddha das einfach auch gesagt haben. Das bedeutet, Samasati bedeutet sich erinnern. Wir sind in der Zeit, wo natürlich alle manipulieren. Unter Genetik versteht man Manipulation. Siehe einfach zum Beispiel die Impfungen und so weiter. Oder so genannt. Deswegen, es ist einfach sehr dringend jetzt, die intuitive genetische Intelligenz, so wie es die Natur immer macht, so wie es in unser Wesen möglich ist, wieder zu trainieren, zu erfahren und anzuwenden. Wie und wo kann man die intuitive genetische Intelligenz anwenden? Also, wir sind unsere Intelligenz. Was ist unsere Intelligenz? Ne, unsere Intelligenz ist, wenn wir nicht denken oder etwas wiederholen. Unsere Intelligenz ist, wenn wir die Realität lesen können, die zum Beispiel in meinem Körper gespeichert ist, meine Erinnerungen in der Wirbelsäule zum Beispiel sind Erinnerungen von Millionen von Jahren. Das habe ich jetzt nicht erfunden, das ist Wissenschaft. Es ist Genetik, oder Epigenetik oder jeder nennt es, kann es natürlich auch anders nennen. Und das Erinnern ist natürlich der Zugang zu all diesen Informationen, die wir jederzeit haben. Die muss man nicht entdecken. Die sind immer da. Also ich habe immer Zugang zu das, was Leonardo da Vinci oder Jesus oder so Menschen, die wirklich die Genetik geschrieben haben in unsere Welt oder Welten. Und natürlich aber jeder Wesen entscheidet dann, was ich jetzt mitnehme und was nicht. Das heißt, wenn wir geboren werden, sind wir nicht eine Tabula Rasa, sondern wir haben wirklich die Informationen, die Fähigkeiten von alles, was im Universum, in der Genetik geschrieben steht. Aber natürlich jeder von uns aus der Sicht seines Wesens übernimmt dann eine Aufgabe. Ne? Oder möchte einfach irgendetwas weiterentwickeln, ne? Was irgendjemand schon angefangen hat zu entwickeln. Und deswegen können wir einfach in der Welt so viele neue Entdeckungen, neue Systeme immer entwickeln. Nicht, weil wir das geschafft haben, sondern weil eben tausende von Jahren von Erfahrungen genetisch in uns geschrieben sind und wir Zugang haben. Ne? Also die Genetik macht es einfach möglich, zum Beispiel eben, was den Körper betrifft, die Leber zu lesen. Was steht da geschrieben? Ne? Oder die Nieren, mit den Organen zu kommunizieren. Man könnte sagen, ja, Blödsinn, aber das macht die Natur. Ne? Die Nieren kommunizieren ständig. Natürlich, die reden nicht. Intelligenz bedeutet, viele Ebenen der Kommunikation so entwickeln. Ne? Denn wenn wir auf die Nieren nicht hören, dann passiert was. Ne? Oder auf unser Herz. Ne? Das heißt, diese Kommunikation ist immer da. Das heißt, wir haben die Möglichkeit,
mit dem Meister in uns, was die Organe sind, zu kommunizieren. Mit der Haut, mit den Haaren. Ne? Ja, natürlich. Bei allen Universitäten, die es in der Welt gibt, wird nirgends unterrichtet. Komisch. Das Einzige, was Intelligenz ist, wird nicht unterrichtet. Man wird unterrichtet, wie man es manipulieren kann, sezieren kann und so weiter. Also, deswegen könnte man beginnen, dass unser Institute für intuitive Intelligenz machen das seit Jahrzehnten, seit 30 Jahren im Moment. Ne? Überall im Moment in Europa, in unsere Institute, in unsere Festival, in unsere Konferenzen und Forschungen, Ausbildungen und so weiter. So, das Wort Samasati habe ich einfach dazu geführt, weil eben Buddha wurde gefragt, wenn du deine ganze Spirit in einem Wort sagen könnte, was würdest du sagen? Und er sagte Samasati, das heißt erinnere dich. Erinnere dich ist der Zugang zu unserer genetischen Information. Okay, ich kann natürlich in viele Themen einfach auch reingehen, aber ich wollte erstmal, ich werde dann unterschiedliche Videos machen, jedes Mal mit einem Thema, weil es dann bequemer ist. Ne? Und wesentlich ist einfach in dieser Zeit der Manipulation, wir können protestieren oder wir können endlich die Natur, die Wissenschaft der Natur, die uns die Macht gibt, ne? Zu verändern, zu schreiben, neu zu programmieren und so weiter und so weiter. Ja, manche können sagen, ja, ich kann das irgendwie schon, wer kann das schon? Ein bisschen, ja, man macht ein bisschen. Also meine Art einfach zu forschen ist einfach meine Intelligenz, dann ist deine Intelligenz und ihre Intelligenz wird verbunden. Das heißt, ich erschaffe einen Raum, wo Intelligenzen, unterschiedliche Aspekte, nach einer Stunde sich so verbinden können, dass jeder mit unglaublichen neuen Erkenntnissen, genetische Erkenntnisse rauskommt, nicht Gedanken. Und und dann natürlich, mein Traum ist immer, dass daraus aus einer Forschungsgruppe jeder einen speziellen Aspekt entwickelt, zum Beispiel eine Organe, ne, oder Herz oder Niere oder Bauch, Haut, jemand anderen. Die Ahnen, ne, die eigentlich in unserer Genetik gespeichert sind, alles, was die Ahnen entwickelt haben, können wir weiterentwickeln. Ne? Unsere Seele trifft Entscheidungen. Ne? Die Genetik auf das Territorium, jemand anderen forscht das, weil jede Forschung, die Art, wie wir forschen, wenn wir Erkenntnisse haben, weil sie mit der intelligenten, intuitiven Genetik verknüpft sind, ob du schaust oder nicht, bekommst du auch diese Informationen, weil die gehen einfach in das richtige Internet. Ne? Nicht das idiotische Internet, was wir glauben. Das richtige Internet der Natur, so wie die Pflanzen, Winde, Meer und so weiter, die Natur kommuniziert. Ne? Und dann natürlich für den Bereich auch Arbeiten, ne, oder Wirtschaft, ne, die vererbte genetische Intelligenz, dessen Erkennen für neue Firmen, für neue Strukturen, für neue Systeme, Methoden, ne, den Zugang, den direkten Zugang zu haben. Sonst kommt er irgendwann zufällig an eine oder zwei. Alle können einfach diese Zugang haben, wenn wir diese Universitäten dann einfach so organisieren.
Natürlich, jemand anderen kann auch die historische Hinterlassenschaft, ne, dass man die Geschichte, so wie es wirklich ist, fühlen lernt, lesen lernt. Weil die Geschichte ist auf das Territorium geschrieben, in der Erde, in den Pflanzen. Ne. Es ist nicht meine Erfindung. Jeder, der nach Rom geht, spürt Rom. Ne. Und das Spüren geht es einfach durch diese einfach DNA-Print, die auf das Territorium sind. Ne. Oder Schweiz, oder. Eben dann jemand anderen kann entwickeln, wie funktioniert diese intuitive Kommunikation. Das heißt, wie kann ich, wenn ich etwas Neues erfahre oder erfinde, ne, wie wird das transportiert und wie wird das von den anderen empfangen? Das ist auch eine Universität, die nur das machen sollte. Wie das Internet funktioniert, Kabel und so weiter, wissen wir. Aber wie die richtige Wissenschaft funktioniert, wie kommunizieren die Pflanzen, das sind nur ein paar Leute, die darüber sprechen. Vielleicht auch als Spinner oder sowas. Aber eben, idiotischer geht nicht unsere Wissenschaft. Ne? Die forscht einfach das nicht. Ne? Sollten eben das an erster Stelle sein. Ja, dann natürlich die Welt der Fantasie, der Symbole, ne, wie man mit Symbole auch genetisch programmiert. Das haben wir in der Geschichte gesehen. Ne, auch, wie auch dieser Symbol hier ist einfach auch für diesen Thema. Ne, und das wird einfach so geschrieben. Okay, ja, da wollte ich euch einfach gerne einladen. Wir haben das auch auf Italienisch, so eine Gruppe, wir haben eine spanische Gruppe und alle Erkenntnisse werden immer verteilt. Ne? Und meldet euch und werden wir dann gute Team machen. Und natürlich könnt ihr auch selbst so eine Gruppe entwickeln. Ich unterstütze das. Oder wir unterstützen das, egal in welcher Sprache, wir haben viele Kontakte und Möglichkeiten. Dankeschön, ciao. Meldet.